wieder um zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir als allererstes mit dem E-Book, was ich gelesen habe, und zwar war das dieses hier, Unsäglich verliebt, Alaska Widerwillen von Ellen McCoy. Dieses Buch ist ein Liebesroman, es ist ein Chick-Lit-Roman, würde ich schon sagen, und ja, dieses Buch hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht beim Lesen. Es hat mich positiv überrascht und ja, ich erkläre euch jetzt auch hier erstmal ganz kurz, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In Unsäglich verliebt geht es um Olivia Archer und Olivia Archer hat einen Plan. Erst die Karriere und dann die Liebe und das Leben. Olivia arbeitet als Beraterin für eine Consulting-Firma und rechnet jetzt fest mit einer Beförderung, nachdem sie sich die letzten Jahre richtig reingekniet hat in ihren Job und ja, hofft, dass sie die Beförderung nun endlich bekommt, nachdem sie ihren letzten Auftrag abgeschlossen hat und freut sich schon auf einen neuen Auftrag, der sie nach New York führen soll. Und ja, an dem Tag, an dem sie ins Büro ihres Chefs gerufen wird, stellt sie dann allerdings fest, dass es weder eine Beförderung ist, über die er mit ihr sprechen möchte, noch über den Auftrag von New York. Stattdessen soll Olivia nach Alaska reisen, um dort den Neffen ihres Chefs bei seinem Sägewerk zu helfen. Denn dieses Sägewerk hat wohl in letzter Zeit einige Probleme und ja, braucht anscheinend einen Berater. Und so macht Olivia sich auf, um nach Alaska zu fliegen und das Sägewerk des Neffen genau unter die Lupe zu nehmen. In Alaska angekommen, tut der Neffe von Olivias Chef, Matt Coleman, sie weder freundlich begrüßen, noch ihre Hilfe haben wollen. Er versucht, sie auf schnellstmöglichen Weg wieder loszuwerden. Er möchte sie dort nicht haben und er denkt sich, dass sein Onkel irgendwas im Schilde führt. Die einzige Unterstützung, die Olivia hier bei ihrem Job erhält, ist von Tom. Tom ist der beste Freund von Matt und er ist quasi so etwas wie der Sekretär oder, ja, wie nennt man das, Finanzmitarbeiter, der sich halt um alles, was die Finanzen und das Management betrifft, von der Firma kümmert. Und ja, Olivia hat es dadurch ziemlich schwer, ihren Job zu machen. Und das einzige Problem, was Olivia hat, dass sie sich zu Matt unglaublich hingezogen fühlt. Und was das Ganze alles noch für Probleme mit sich bringt. Und das ist es, worum es in Unsäglich verliebt Alaska Widerwillen schlussendlich geht. Zur Handlung kann ich nur sagen, dass mir diese sehr, sehr gut gefallen hat. Die ist zwar an manchen Stellen etwas vorhersehbar und offensichtlich, aber das hat mich absolut nicht gestört beim Lesen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen und mitzuerleben, was Olivia in Alaska alles so widerfährt. Die Handlung hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial und ja, wie gesagt, mir hat sie sehr, sehr gut gefallen und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen. Zu den Charakteren kann ich nur sagen, dass Olivia oder halt auch Liv, wie sie in diesem Buch genannt wird, eine ziemlich starke Persönlichkeit hat. Sie hat einen festen Plan, nachdem ihr Leben verläuft und sie tut alles, um nicht von diesem Plan abzuweichen und dadurch, dass sie jetzt diesen Job in Alaska annehmen musste, auf den sie überhaupt keinen Bock hat, tut ihr ganzer Lebensplan irgendwie ein bisschen durcheinander kommen und sie denkt sich so, habe ich das alles richtig gemacht? Und ja, hat dann natürlich auch einige Selbstzweifel in der Geschichte mit sich, denn dadurch wirkte Olivia auf jeden Fall wieder etwas menschlicher und nicht so von oben herab und als Zicke, die halt streng ihren Karriereweg verfolgt, sondern man hat halt auch die Zweifel gemerkt, mit denen sie so zu leben hat. Und ich fand es gut, dass man in diesem Buch quasi aus einer Erzählerperspektive das Ganze gelesen hat. Einmal aus der Sicht von Liv und dann einmal noch aus der Sicht von Matt. Man war bei beiden Charakteren zu gleichermaßen. Man wusste immer, was in diesen beiden vorgeht. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich könnte die beiden dadurch auch wirklich sehr gut verstehen. Zu Matt kann ich nur sagen, dass Matt ein ganz, ganz toller Charakter in diesem Buch war. Und er wirkt am Anfang etwas ungehobelt und grob. Und man merkt dann aus dem Laufe der Geschichte, wie er sich öffnet und wie er sich entwickelt. Und was für ein feiner Kerl doch eigentlich in ihm steckt. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Zu den Charakteren kann ich nur sagen, dass ich die auch sehr gemocht habe. Also ich mochte Tom, ich mochte die Freundin von Liv, also Beth und ja, auch die Fiesen in diesem Buch haben mir sehr, sehr gut gefallen und ich kann nur sagen, dass ich zu den Charakteren absolut nichts zu meckern habe. Ich fand es toll und ja, hat mir auch gut gefallen in dieser Geschichte. Was das Setting betrifft, befinden wir uns ja hier in Alaska und wir haben hier Wälder und dieses Sägewerk und dann haben wir auf der anderen Seite den Kontrast von Chicago, wo Liv eigentlich arbeitet und diese Consulting-Firma und ja, fand ich auch gut von den Beschreibungen her, von den Umschreibungen her. Ich konnte mir das Setting wirklich sehr, sehr gut vorstellen und gerade dieses Alaska-Feeling, finde ich, ist beim Lesen sehr, sehr schön rübergekommen. Was mich auch gleich zum Schreibstil von Ellen McCoy bringt, der hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Es ist ein super einfacher, locker, leichter Schreibstil für Liebesromane. Ideal. Ich konnte sehr gut in die Geschichte hineintauchen. Ich habe dieses Buch auch wahnsinnig schnell gelesen. Dieses Buch ist jetzt auch nicht so ultra dick. Es hat, glaube ich, so um die 230 Seiten. Also man ist auch sehr, sehr schnell durch mit dieser Geschichte. Und ja, vom Schreibstil her kann ich auch nur sagen, locker, leicht und einfach, passend zur Story. Hat mir gut gefallen. Tolle Umschreibungen in diesem Buch und tolle Beschreibungen. Einfach ein einfacher, toller Schreibstil, der passend zum Liebesroman sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Natürlich kann ich immer alles perfekt sein und das Einzige, was mich beim Lesen teilweise ein bisschen gestört hat, war die Schnelligkeit von der Geschichte. Aufgrund dessen, dass die Story ja recht kurz war, wie gesagt, mit ihren so 200
30, 250 Seiten, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr so genau, hatte die Geschichte natürlich keine Längen und es wurde halt alles sehr schnell hintereinander abgehandelt. Und ich hätte mir an manchen Stellen halt einfach ein bisschen mehr gewünscht von der Geschichte, also dass die an diesen Stellen ein bisschen mehr ausgebaut worden wäre, damit ich mich einfach noch ein bisschen mehr in die Charaktere hineinversetzen kann, ein bisschen mehr mit denen mitfühlen kann und das Ganze drum und dran halt. Es war jetzt nicht gravierend, das was mich extrem genervt hat beim Lesen, aber ich hätte mir halt einfach ein bisschen mehr gewünscht an manchen Stellen, um halt einfach ein bisschen Tempo aus der Geschichte rauszunehmen und da halt einfach noch ein bisschen von dieser Welt mit ansehen zu können, wie gesagt, und halt ein bisschen mehr auf die Charaktere noch lernen zu können. Und ja, das ist aber auch so das Einzige, was ich bei diesem Buch zu meckern habe. Ansonsten kann ich euch Unsäglich verliebt Alaska wiederbilden von Ellen McCoy wirklich nur empfehlen, wenn ihr Lust habt auf eine schöne Liebesgeschichte. Und ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Und wenn ihr Bock auf solche Geschichten habt, schaut euch dieses Buch auf jeden Fall mal mit an. Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier. Game On, Mein Herz will dich von Kristen Callahan. Ich habe ja bereits die The Darkest Blonde Reihe von Kristen Callahan gelesen und die habe ich ja extrem gefeiert. Ne? Also den dritten Teil, den fand ich ein bisschen doof. Aber die ersten beiden Teile habe ich ja von der The Darkest Blonde Reihe total gefeiert. Ich kann sie euch auch immer noch nur empfehlen. Wenn ihr Bock auf Urban Fantasy mit Erotik habt, schaut euch diese Reihe auf jeden Fall an. Und ja, ich habe mich umso mehr auf Game On gefreut von Kristen Callahan, denn ich mochte auch ihren Schreibstil total. Und was soll ich sagen, dieses Buch hat mich nicht enttäuscht. Ich muss sagen, dass dieses Buch schon sehr, sehr viel erotische Anteile enthält. Also für einen Adult-Roman ist es schon recht viel, denn es sind auch sehr viele Gedanken, die sich um das Sexuelle drehen und um das Anschmachten der beiden Charaktere in diesem Buch. Und normalerweise nervt mich sowas ja immer und es hat mich teilweise auch ein bisschen genervt, aber es war noch genug Handlung da, als dass es mich grundsätzlich gestört hätte. Also es war an manchen Stellen einfach ein bisschen viel für mich und ein bisschen nervig, aber es war jetzt nicht absolut schlimm, dass da halt so viel angeschmacht in diesem Buch war. Ich komme aber auch hier erstmal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Anna Jones und Anna ist ein Jahr vor ihrem College-Abschluss, als sie auf Drew Baylor trifft. Und Drew ist der Star-Quarterback des College-Teams und somit auf dem ganzen Campus und in der ganzen Stadt berühmt. Jeder kennt ihn und jeder feuert ihn an und befürwortet sein Team. Und die beiden treffen dann in einem Literaturkurs aufeinander und Drew ist sofort hin und weg von Anna und Anna möchte aber mit ihm nichts zu tun haben. Sie hält ihn für den typischen Sportler und hat absolut keine Lust darauf, sich mit ihm irgendwie näher zu befassen und möchte mit ihm da auch gar nichts zu tun haben. Und Drew merkt sehr, sehr schnell, dass er nicht so einfach an Anna rankommt wie an alle anderen Frauen. Doch das weckt gerade erst seinen Kampfgeist. Und wenn Drew eins auf dem Spielfeld gelernt hat, dann ist es, dass er nicht aufgeben sollte. Und das tut er auch nicht. Und somit beginnt die Geschichte von den beiden. Und das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Mehr möchte ich euch auch hier nicht verraten. Ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen. Auch hier habe ich das Buch innerhalb von 2 Tagen komplett durchgesuchtet. Ich bin komplett in der Geschichte drin gewesen. Die Geschichte hat mich quasi so reingesaugt und ich konnte es nicht aus der Hand legen. Ich musste fertig lesen, ich musste wissen, was mit den beiden passiert. Und ja, von der Handlung her kann ich nur sagen, dass mir diese sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand das Ende ein bisschen nicht zu viel, aber das Ende war irgendwie nicht so hundertprozentig meins. Also da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr gern noch gewünscht zu diesem Drum und Dran, was da am Ende noch alles passiert ist. Also das Ende war für mich nicht 100% perfekt, da hätte irgendwie noch ein bisschen was anders gemacht werden können. Aber ansonsten fand ich die Handlung gut, ich fand die Story gut, ich mochte die Charaktere. Anna ist als Protagonistin in diesem Buch kein Mädchen, was vor Selbstbewusstsein strotzt. Sie ist jetzt aber auch nicht total in sich gekehrt. Sie hat halt ein bisschen Probleme aufgrund ihrer Vergangenheit so mit sich, wie die meisten Menschen wahrscheinlich auch, und das konnte ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich konnte halt auch verstehen, warum sie Drew am Anfang nicht haben wollte und warum sie ihn immer wieder von sich gestoßen hat. Und ja, es war halt schön zu sehen, wie er nicht aufgegeben hat und um sie gekämpft hat. Und ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also wie gesagt, von den Charakteren, Anna fand ich toll. Sie ist ein ganz normales Mädchen und ja, auch Drew hat mir sehr, sehr gut gefallen. Drew ist halt so ein Kämpfer und so ein kleines Alpha-Männchen halt wieder. Aber auch Drew hat ein ziemlich großes, weiches Herz und das hat man auf jeden Fall beim Lesen gemerkt und das kam auf jeden Fall sehr gut rüber. Und ja, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, was die Charaktere betrifft. Auch die Nebencharaktere haben mir gut gefallen. Ich fand hier an 2, 3 Stellen, was die Charaktere da gemacht haben, einfach ein bisschen zu viel und ein bisschen drüber. Und ich dachte mir nur so, what the fuck? Ich will das nicht wissen, das ist eklig, lass das. Also,
Es gab so ein paar Stellen, die ich absolut bäh fand und die einfach zu viel waren des Guten. Aber mein Gott, so ist das halt. Fand ich jetzt aber, was die Geschichte zwischen Anna und Rue betrifft, jetzt nicht so dramatisch, weil es halt mehr auf die Nebencharaktere zutrifft. Aber naja, egal, lassen wir das. Aber sonst, wie gesagt, von den Nebencharakteren hat es mir gut gefallen. Zum Setting kann ich nur sagen, dass wir hier wieder uns an einem amerikanischen College befinden und es so ein typisches amerikanisches Setting halt ist. Was soll ich dazu sagen? Von den Beschreibungen und Umschreibungen her hat es mir gut gefallen. Ich konnte die Szenen mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich konnte mich auf diesem Campus gut zurechtfinden von den Beschreibungen her und ja, war auf dem Setting hier einmal frei. Zum Schreibstil kann ich sagen, dass mir der Schreibstil von Kirsten Callihan auch bei der The Darkest London Reihe schon sehr, sehr gut gefallen hat. Und auch hier bei Game On fand ich ihn wieder sehr, sehr gut. Es ist ein locker, leichter, einfacher Schreibstil. Es sind keine komplizierten Sätze in diesem Buch mit drin oder irgendwas, was den Lesefluss irgendwie behindern könnte, sondern alles schön locker, leicht und einfach und ja. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich kann im Großen und Ganzen wirklich nur sagen, dass mir das Buch gut gefallen hat. Wie gesagt, es hatte hier und da so seine Schwächen, wo ich dachte so, lass das. Aber im Großen und Ganzen war es halt einfach eine ganz, ganz tolle, schöne, nur etwas Liebesgeschichte mit ein bisschen mehr Geschmachte und sexuellen Anspielungen und Sex, als man es aus normalen nur Adult-Geschichten à la Cora Carmack oder Mona Kasten, Bianca Yosigoni, Jalen gewöhnt ist. Also da geht das hier schon mehr Richtung Erotik. Aber ich würde es schon noch eher in die Richtung nur Adult mit reinzählen. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich werde mir auf jeden Fall die weiteren Teile mit angucken. Ich fand es toll und mag es. Also mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Alle waren zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher. Wenn ihr die Bücher kennt, dann schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.